Hallo zusammen, wir sind wieder live dabei heute mit einem neuen Gast und er hat mir was ganz Nettes erzählt, nämlich verliebt, verlobt, verheiratet und schwupps, 12 Jahre später stehe ich hier und mache das, was ich heute tue. Mein Gast Matthias Lepschi wird uns erklären, wie er das Lernen im Freien sich vorgestellt hat und wie es aktuell ausschaut und wir sind gespannt, was wir alles erfahren. Hallo Matthias. Hallo Agnes. Du bist aus Esslingen hergefahren. Vielen Dank dafür und dass du uns ein bisschen erzählen wirst, wie das alles entstanden ist. Und damit die Zuschauer so einen kleinen Eindruck bekommen, wie es geplant war. Es gibt einen Film von euch, von Lernen im Freien, da schauen wir jetzt einfach mal kurz drauf. Kinder sind ein Geschenk. In jedem Menschen steckt riesiges Potenzial, ein wundervoller Schatz. Bei Lernen im Freien begeben wir uns gemeinsam mit den Kindern auf Schatzsuche. Wir unterstützen sie dabei in der Entdeckung und Entfaltung all ihrer Fähigkeiten durch ganzheitliche Erfahrungen mit allen Sinnen. So wachsen ihnen Wurzeln und Flügel zugleich. In unseren bereits bestehenden Krippen- und Kita-Gruppen erleben wir seit Jahren hautnah, wie Kinder in und von der Natur lernen. Dieses Konzept wird bei Lernen im Freien fortgeführt. Dabei wird die Verbundenheit der Kinder mit unserer Erde für Lernerfahrungen genutzt. Durch wöchentliche Exkursionen ermöglichen wir den Kindern Erschließung von Lebenserfahrungen durch praktisches Tun. Begegnungen, Tun und Erleben von Natur, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Handwerk machen das Lernen nachhaltig. Beheimatet sind unsere Lerngruppen in modernen Modulräumen. Diese werden von einem kompetenten Logistikpartner europaweit zur Verfügung gestellt. Bei der Anwendung von neuesten Lerntechniken begleitet unser pädagogisches Fachpersonal die Kinder liebevoll. Und am Ende ihrer Lernzeit entlassen wir starke Jugendliche, welche Freude an lebenslangem Lernen haben. Dabei haben sie Werkzeuge kennengelernt, mit denen sie ihr eigenes Lebenswerk erschaffen. Wer durch Lernen im Freien reift, wird sein ganzes Leben für eine nachhaltige und saubere Zukunft einstehen und hat Freude an seinem Tun. Sie suchen neue und kreative Köpfe. Ihnen sind dieselben Werte wichtig. Dann unterstützen Sie unser Netzwerk. Schatzsuche habe ich mir gemerkt. Das heißt, ihr geht mit und für Kinder auf Schatzsuche. Aber das ist ja jetzt schon, ich nenne es jetzt mal eine Vision und ein Endprodukt im Anführungszeichen. Du hast ja einen Weg bis dorthin zurückgelegt. Magst du uns mal so kurz erzählen, wie sich das entwickelt hat, wo du herkommst, vom Beruflichen vielleicht auch und Die wie das entstanden Station ist? Ja, genau, deine sozusagen. Stationen. Ja, verliebt, verlobt, verheiratet. Ne? Das ging auch relativ schnell bei uns tatsächlich. Jetzt 17 Jahre verheiratet, 16, Gut. 17 Jahre schon, ja. Aha. Ja, und dann kamen auch relativ bald die Kinder. Vorher hatte ich meine Ausbildung gerade erst fertig gemacht zum Heilerziehungspfleger in einem Behindertenwohnheim bei Gelnhausen, zwischen Frankfurt und Fulda etwa liegt das. Und dann hier auch in der Behindertenpflege zuerst gearbeitet. Dann kamen die ersten beiden Kinder mit nur 13 Monaten Unterschied, was eine Herausforderung wahrscheinlich für jede Familie ist. Auch weil dann das erste ja sozusagen noch was braucht und das zweite aber was ganz anderes gerade braucht. Und dann hat meine Frau überlegt, ob sie nicht wieder in die Arbeit geht. Und
Ja, der erste Geburtstag meiner Tochter war auch genau auf dem Enddatum meines Arbeitsvertrags, den ich da hatte zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir entschieden, okay, dann gehe ich in die Elternzeit, nehme die 2 Monate Elternzeit noch mit und mache mich dann selbstständig mit Kindertagespflege. Und so kam so dieser Switch zustande von der Arbeit mit Menschen mit Behinderung zu Kindern. Ist aber auch artverwandt so ein bisschen, einfach weil beide Menschen Gruppen viel mit nonverbaler Sprache zu tun haben. Und bei den Menschen mit Behinderung, die konnten mir das auch ein bisschen beibringen. Die waren nicht so existenziell darauf angewiesen, verstanden zu werden. Die sind schon gewohnt. Ja. Der Zivi versteht mich halt nicht. Ich muss es ihm halt 5-mal irgendwie mit Augen oder wie zeigen, was ich will. Ja. Und Kinder sind aber ja existenziell darauf angewiesen, dass sie verstanden werden. Und so, aber deswegen denke ich, habe ich da einen ganz guten Einstieg gehabt und dann mich auch viel mit meiner Frau über die Buchpädagogik und die Realpädagogik ausgetauscht. Da vielleicht auch noch was dazugelernt in der Praxis. Und dann kamen die Kitas. Wir haben dann aus dieser Tagespflege heraus 2 Kindertagesstätten in Esslingen eröffnet. Zuerst eine, die Kinderkrippe Pfauenauge, und dann die zweite direkt daneben. Und da sind jetzt insgesamt 65 Kinder, die wir da jetzt in den 10 Jahren sozusagen begleiten dürfen. Und ja, mittlerweile sind meine Kinder groß. 10, 14 und 15 Jahre sind mit der Schule beschäftigt. Normalerweise. Und ja, ist gerade spannende Zeit, genau. Ja, und jetzt in diesem historischen Corona-Komplex ist in den Schulen eben auch viel los, wo man drüber sprechen kann. Und in diesem Zuge ist jetzt Lernen im Freien entstanden. Entstanden. Genau. Ich gehe einmal kurz zurück zu den Kitas. Wir haben auch darüber gesprochen im Vorgespräch über dieses frühkindliche Bildung oder Bindung. Das ist dir ja auch nochmal wichtig, dass du eben, dass ihr da anders umgeht oder rangeht an dieses Thema. Ja, es ist halt ein Spannungsfeld, dass dass Familien Kinder abgeben, manchmal nicht aus dem Ideal heraus, dass das Kind jetzt in der Gruppe spielen kann, dass es andere Kinder um sich herum hat, soziale Gemeinschaft hat, Förderung erfährt. Sondern oft ist ja einfach ein wirtschaftlicher Zwang oder auch andere Gründe. Aber das Kind steht nicht mehr so im Vordergrund bei der Entscheidung, es in eine Kita zu geben. Und genau dieser Unterschied, frühkindliche Bildung und frühkindliche Bindung, da wurde nur ein Buchstabe verändert. Ne, früher war die Bindung wichtig, dann wurde die Bildung wichtig. Und wir versuchen, das Beste draus zu machen und den Kindern, die Kinder nicht zu schädigen, sondern eben diesen Vorteil der Gemeinschaft zu nutzen. Aber mein Ideal wäre tatsächlich sowas wie ein Dorf, eine lokale soziale Gemeinschaft, in der das Kind ganz natürlich mit anderen Altersstrukturen auch eben in seiner häuslichen Umgebung, in der näheren Umgebung sich aufhält. Und dort eben von den Erwachsenen lernt, wie es natürlicherweise auch war. Und vielleicht ist ja in 10 Jahren unsere Kita dann eher ein Therapiezentrum, wo dann eben Kinder, Kindern geholfen wird, die eben wirklich ein Problem haben. Und die eigentliche Kinderbetreuung lagert sich wieder in diese natürlicheren Strukturen aus. Das wäre schön. Also unterschiedliche Altersstufen, die dann zusammen füreinander da sind oder voneinander auch lernen oder sich kümmern auch. Genau. Also wie ist die natürliche soziale Gemeinschaft? Ja. Wie wollen wir als Familien, als Mitmenschen, wie wollen unsere Kinder, welches Setting brauchen die? Also finde ich interessant, weil ich bin so aufgewachsen im Sinne von mit Cousins und Cousinen. Die einen waren deutlich älter als die Nachwüchser. Ne? Und bei Familienfesten hat man sich da einfach irgendwie arrangieren müssen und gucken müssen, wie kommt man miteinander zurecht, wer spielt mit wem oder und wer kümmert sich um wen, wer schaut auf wen, dass nichts passiert. Und in diesem altersheterogenen Lernen und gemeinsamen Sein, da steckt einfach ganz viel drin. Also die Kleinen gucken zu den Großen auf und haben aber gleichzeitig auch
Andockstellen. Mhm. Also ne, da ist der Abstand vom Können nicht so groß. Das heißt, man kann eher lernen von den Schritten des anderen. Und das Verantwortungsgefühl von den Großen zu den Kleinen ist da ganz groß gegeben. Ja, und genau. Ja, hat man ja in Schulklassen auch nicht. Da ist ja alles glatt gebügelt quasi in altershomogene Gruppen. Mhm. Und das sind alles so Fragen, die sich heute stellen, ja. Stellst du die dir Fragen oder stellen sich das auch andere, die Fragen? Wie ist so dein Eindruck? Also es wird immer mehr, vor allen Dingen, weil halt momentan die Bedingungen in den Schulen dem Infektionsschutz einfach untergeordnet werden. Also die Frage, was tut Kindern gut, darf man ja momentan kaum stellen. Mhm. Und dadurch stellen immer mehr Menschen diese Fragen. Mhm. Ganz genau. Mhm. Und darum geht es auch bei Lernen im Freien, dem eine Stimme zu verleihen und da professionell drauf zu schauen. Ja. Mhm. Okay. Also das Ideal ist so dieses Dorf, wie du es gesagt hast, vielleicht wo also Kinder und Jugendliche einfach füreinander da sind, miteinander lernen oder sich entwickeln können. Die Kitas haben wir schon mal kurz drauf geschaut. Es war ja auch nicht ganz so einfach. Vor 10 Jahren oder 11 Jahren gab es das ja noch nicht so, dass man es einfach macht, sondern das hat sich ja auch erst entwickelt. Und jetzt ist dieses Lernen im Freien daraus oder darauf entstanden. Das hat aber auch eine Entwicklungsgeschichte jetzt aus deinem familiären Hintergrund oder mit deinen Kindern ist es ja entstanden, glaube ich. Ähnlich. Ja. Persönlich betroffen, wie wir damals waren, dadurch, dass wir eben auch keinen Kita-Platz für unsere Tochter dann hatten, waren wir jetzt auch persönlich betroffen, weil unsere Kinder sichtlich unter den Bedingungen gelitten haben und da auch keine Einigung irgendwie, keine mit der Schule möglich war. Mhm. Wir sind ja auch an Vorgaben gebunden, ja, oder fühlen sich an Vorgaben gebunden. Nicht immer dasselbe. Und dann war ja die Möglichkeit letztes Jahr vom Präsenzunterricht abzumelden, formlos. Und das haben wir dann eben in Absprache mit dem Rektor, der eben mit unseren Kindern so nichts anzufangen wusste, so gemacht. Und dann waren sie zu Hause. Und dann war die Frage, was passiert jetzt? Und das war zuerst schön, konnten ausschlafen, ja, und dann irgendwann ein paar Hausaufgaben machen, wenn dann mal was kam. Ja. Ja. Ja, aber irgendwann hat man gemerkt, der Wochenrhythmus fehlt, die anderen Kinder fehlen, ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Und was halt sehr, sehr belastend war, war die Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Also es wurde ja Woche für Woche ständig neue Ideen und man wusste nicht mit den Prüfungen, man wusste nicht mit dem Zeugnis, man wusste nicht, können sie wieder kommen oder, also sie waren ja ständig in der Schwebe. Mhm. Und diese Unsicherheit, wegfallender Tagesrhythmus, wegfallende soziale Gemeinschaft, das hat dann schon auch stark belastet. Mhm. Und dann kam die Phase vom Distanzlernen. Ja, genau. Und ja, das haben die Kinder dann auch unterschiedlich gut bewältigen können. Mhm. Also dann war wieder ein Tagesrhythmus da. Ja, also klar. Sie sollten wieder aufstehen und dann aber in den Laptop gucken. Mhm. Und die 9-Jährige, die dann auch 6 bis 8 Stunden tägliche Bildschirmzeit hatte, die hat dann stark körperlich auch darauf reagiert, hatte abends Symptome mit rotem Kopf, ich kann nicht einschlafen, ich habe ein Blinken im Kopf, hat sie geäußert, war fahrig, hatte sogar Schüttelfrost ein bisschen. Dann saß er auf dem Sofa und hat schief geguckt, hat gemeint, warum steht da Weihnachtsbaum? Das war Ende Januar, da stand unser Weihnachtsbaum noch. Warum steht da Weihnachtsbaum in der Küche? Ja, das hat irgendwie so Gesichtsfeldausfall oder sowas gehabt. Und dann haben wir sie mal 2 Wochen krank gemeldet. Sie war dann sehr erleichtert, dass sie nicht wieder morgen da reingucken muss, da nicht teilnehmen muss. Haben es nach 2 Wochen nochmal probiert, sie teilnehmen zu lassen. Und dann ging das sehr schnell wieder los. Okay. Und dann haben wir in Rücksprache einen Kinderarzt, der auch gesagt hat, ja, manche Kinder vertragen das einfach nicht, so viel Bildschirmzeit. Dann der Schule mitgeteilt, sie kann nicht mitmachen. Mhm. Was sollen wir machen? Ja, das war das mit der Kleinsten und bei den 2 Größeren war es aber auch so, dass da die Motivation einfach immer mehr weggegangen ist. Mhm. Ja, und wir als Familie haben in dieser Zeit eine große Entwicklung durchgemacht. Das war jetzt schon ein langer Zeitraum, den ich jetzt geschildert habe, quasi von Oktober, wo sie das letzte Mal in der Schule waren, bis Februar. Mhm. Und in dieser Zeit haben wir eben auch andere gesucht, denen es ähnlich geht. Ja, also andere Eltern. Genau. Mhm.
haben eine Selbsthilfegruppe gegründet, weil es auch Lockdown war und man sich mit einer Selbsthilfegruppe auch noch treffen konnte. Wenn es für diese Bedingungen der Selbsthilfegruppe notwendig ist. Ja, und da ging es ja direkt um soziale Kontakte und deswegen war das eine Möglichkeit, dass wir uns da treffen konnten. Und so kamen die ersten Familien dann zusammen. Und ja, dann haben wir schnell gemerkt, nee, da gibt es mehrere andere Leute, die auch langfristig denken und die auch ja, dieselben Ziele haben wie wir. Und so hat sich das dann langsam und Stück für Stück entfaltet. Und diese selben Ziele, das ist dann so das, was wir quasi im Film jetzt auch gesehen haben, dass man die Neugier der Kinder nutzt, um im Freien oder eben halt selbstbestimmt zu lernen. Ist es das? Ja, der Film ist ja relativ früh entstanden und da wussten wir noch nicht so ganz, welche Rahmenbedingungen sind's. Ja. Machen wir eine Ersatzschule oder machen wir, ja, welchen Rahmen kriegt das Ganze? Und der Rahmen, den es jetzt hat, der passt auch gar nicht mehr so wirklich zu dem Film. Soll ich zu dem Rahmen ein bisschen was sagen? Vielleicht kurz, ja, einfach, dass man weiß, wer ist jetzt gerade bei euch angedockt, dass es überhaupt stattfinden kann. Also das Lernen im Freien ist ein sozialpädagogisches Gruppenangebot auf Grundlage von Paragraph 13 SGB 8. Das ist im Prinzip die gleiche rechtliche Grundlage wie Jugendsozialarbeit in der Schule, Schulsozialarbeit oder auch Streetworking. Ja. Alle diese Angebote berufen sich auf den gleichen Paragraphen, nämlich dass verkürzt Kindern, die individuelle Beeinträchtigungen erleben, dass denen eben sozialpädagogische Hilfen zustehen. Und diese individuellen Beeinträchtigungen, das kann ja ganz viel sein. Genau. Also das kann ein Junkie auf der Straße sein, das kann eine Familie sein, deren Kind jetzt in den Corona-Komplex die Maske verweigert und da keine Einigung da ist. Das kann jemand sein, der wegen erhöhtem Covid-Risiko nicht in die Schule kann und deswegen individuell beeinträchtigt ist. Genau. Okay. Und wir sind anerkannter Träger der freien Jugendhilfe durch die Arbeit in der Kita und deswegen prinzipiell berechtigt, eben solche Angebote zu machen. Und dann auch als gleichberechtigter Gesprächspartner in runden Tischen mit dem Jugendamt und der Schule und den Eltern aufs Kind zu schauen. Also so wie man es kennt, eben auch, dass die Schulsozialarbeit dann im Meeting mit da drin sitzt bei einem Problemkind, in Anführungszeichen. So können wir dann eben auch das mitgestalten, drauf gucken, vermitteln und gleichzeitig eben auch den Kindern, die jetzt aus irgendwelchen Gründen eben nicht in die Schule gehen, zumindest diese drei wichtigen Dinge geben, die meine Kinder auch so schmerzlich vermisst haben, nämlich diesen Wochenrhythmus, dass ein Tagesprogramm einfach da ist, das tut Kindern einfach sehr gut. Es gibt auch ein Normalisierungsprinzip, nennt sich das, auch aus der Behindertenhilfe. Okay. Deswegen gibt es WFB, dass Menschen mit Behinderung in eine Werkstatt gehen, einen Tagesrhythmus haben, weil das einfach gesund hält. Ja, es ist ja auch schön, wenn ich weiß, wofür stehe ich morgens auf, dass ich irgendwo hin kann und weiß, was ich zu tun habe, mal ganz allgemein. Meine Tochter hat jetzt nach nur 4 Tagen, wo das jetzt richtig losging, ihre Tasche wieder gepackt mit Checkliste und also sie ist motiviert und will hingehen, Das zweite ist die soziale Gemeinschaft, was sie schmerzlich vermisst haben, die Kinder, und wo sie einfach auch ein Anrecht drauf haben. Und das dritte ist die Kontinuität und die Planbarkeit. Also es waren ja ganz viele Sachen unsicher und diese drei Säulen sind so das, was wir in diesen sozialpädagogischen Angeboten den Kindern anbieten können. Und dann eben zusammen mit den anderen Beteiligten, dem Jugendamt und der Schule, drauf zu gucken, was ist das Wohl des Kindes, was schädigt das Wohl des Kindes, wo müssen wir aufpassen. Wenn jetzt anderthalb Jahre lang das unwichtig war in diesem Corona-Komplex, dann wird es jetzt wichtig einfach, weil immer mehr Menschen drauf schauen. Ja, und wie sieht jetzt so eine, du hast gerade die Wochenstruktur gesagt, wie schaut es jetzt so mal einfach exemplarisch aus, so eine Wochenstruktur, wie das Kind bei euch verbringt? Also wir haben, das ist von Standort zu Standort unterschiedlich, es gibt ja schon mehrere Standorte. Wir haben in Esslingen von 9 Uhr bis 14 Uhr Kernzeit, wo auch offen, also es ist ein offenes Angebot, das heißt, es kann auch jemand einfach dazukommen und sich es angucken.
Wie ein JUZ, Jugendzentrum, kann man ja auch einfach hingehen. Mhm. Und dann ist der Abschlusskreis so, der Gesprächskreis, dass man um 2 Uhr fertig ist. Mhm. Aber die Kinder können noch bis um 3 Uhr bleiben. Ah, okay. Und werden dann langsam wieder abgeholt, ja. Oder gehen heim, mhm, von selbst. Und es gibt einen Gesprächskreis am Anfang, mhm, wo wir fragen, was bringt ihr mit? Wie geht's euch? Mhm. Habt ihr Schulsachen? Wollt ihr was lernen? Mhm. Wollt ihr euch mit anderen unterhalten? Wollt ihr das Projekt von gestern weitermachen? Mhm. Was ist mit unserem Thementag? Mhm. Wollen wir das umsetzen? Was ist mit dem Wandertag? Also es gibt zum Beispiel auch einen Wandertag. Geht auf die Draußenschule zurück. Mhm. Das ist ein Forschungsprojekt von der Uni Mainz. Mhm. Dass man einen Tag die Woche in Bewegung ist, mhm, und sich die Umgebung, die Kulturräume erschließt, mhm, aus der Umgebung. Das tut der Gruppe auch gut, wächst zusammen, ist, mhm, Action und Laufen ist gesund. Ja. Genau. Ja, da wird drauf geguckt, was wollen wir. Ja. Und dann beginnt der Tag mit dem, was die Kinder sich ausdenken. Und okay. Wir haben ja die, also der Fokus ist nicht darauf, dass wir da jetzt Inhalte reingeben, mhm, sondern der Fokus ist darauf, dass die Kinder in die Eigenmotivation finden. Und dadurch müssen sie durch die Langeweile durch. Also oft wurde dann ja auch die Langeweile betäubt, ja, ja, mit Medien. Mhm. Und dann kommt man ja gar nicht zu der Frage, was will ich? Mhm. Ja. Mhm. Wenn man aber im Freien ist, draußen ist und Anregungen durch die Natur hat, multisensorische, mhm, Eindrücke gewinnt, mhm, dann kann man durch die Langeweile durch. Mhm. Ja, und dann kommen irgendwann auch wieder diese Impulse, ach, ich hätte Lust, ja, bisschen mich körperlich zu betätigen oder ich hätte Lust, was zu singen. Mhm. Ja. Und an die Impulse wollen wir ran. Okay. Das heißt, die Kinder können beispielsweise auch Schulsachen ja dabei haben, machen, mhm, dann irgendwie Schulaufgaben oder lernen Vokabeln oder was auch immer. Das mhm, geht auch? Also wenn sie das wollen. Das ganz, genau, Wichtige ist halt einfach, dass wir, wenn wir Lernbegeisterung wieder zurückgewinnen wollen, weil das große Problem in der Zeit war, mhm, dass die Kinder viel Motivation verlernt haben. Man, mhm, kann über den iPad kann man nicht Kinder begeistern und motivieren. Mhm. Ja. Und das ist das große Problem, dass die Motivation weg ist, die, mhm, Lernmotivation. Das hat sich schon lange angekündigt. Schulen neigen schon, seit es Schulen gibt vielleicht, dazu, Lernmotivation. Ja, kann ich mich noch erinnern. Und das ist jetzt halt stärker geworden. Mhm. Ja, und dadurch wird es auch offenbar. Mhm. Und um da ranzukommen, muss der Leistungsdruck erstmal weg. Da, mhm, muss man Kindern erstmal Platz lassen. Ja, das Konzept ist zum Beispiel mit dem Herrn Professor Gerald Hüther. Stehen wir in Kontakt ein bisschen. Mhm. Dem liegt das Konzept vor. Der nennt das eine gute Idee, mhm, gute Möglichkeit, um Lernbegeisterung wieder zu, mhm, erwecken. Mhm. Und hat ja auch seine Initiative Lernlust jetzt, mhm, mit der er da im selben arbeitet. Ja, und genau, und dann kommt nach einer ersten Phase, in der man quasi nichts reingibt, und dann kommen die ersten Impulse und, ja, dann müssen die begleitet werden. Mhm. Ja, dann muss man den Kindern auch die Möglichkeit dazu geben. Wenn dann jemand, ein älteres Kind, ein 14-Jähriger, ja, sagt, ach Mensch, hier fehlt doch ein Hochbeet, es wäre doch cool, wenn wir hier ein Hochbeet hätten. Mhm. Ja, dann müssen die Materialien auch mit dazu, da muss man helfen können. Ja. Projektbeschreibung machen, wie machen wir das? Ja, und dann dokumentieren wir das auch, und dann entsteht ein Hochbeet. Mhm. Und dann ist das ein Praktikumsprojekt zum Beispiel. Oder bei den Kleineren, die sagen dann, wir wollen was kochen oder wir wollen, ja, und über dieses, was die Kinder selbst machen wollen, mhm, kann man dann eben auch andere Inhalte wieder reinpacken. Ja, das ist das ganz Typische, wenn man was kocht und dann braucht man Mengen, ja, und dann hat man Schöpfen, mhm, und Mengenlehre, Mathe und so weiter, ja, genau, kommt dann nebenbei mit. Kommt, ja, nebenbei mit. Es gibt ja auch viele sogenannte, ich nenne es jetzt mal freie Schulen oder alternative Schulen, gibt es ja, mhm, schon. Das klingt mir so ein bisschen da danach, wo man sagt, die Motivation der Kinder nehmen, und wenn sie eben Fußball spielen wollen, sollen sie jetzt Fußball spielen. Und wenn sie hinsetzen wollen, kochen und dann eben das Mathe mit, mhm, reinnehmen, ja. Es gab auch einen sehr schönen Artikel in der Stuttgarter Zeitung, mhm, vor 2, 3 Monaten oder, ja, 4 schon, von einem Direktor von der baden-württembergischen Schule. Die Zwingerei schafft doch nur Probleme, mhm, war da die Überschrift. Und der hat auch so die Idee, das als Bildungsbuffet anzubieten, was, mhm, in seiner Schule ist.
Und man kann ja auch niemand ein Buffet zwingen, jetzt tu das da rein und isst es. Ja. Ja, und das ist eigentlich ein schönes Bild. Und stimmt. Da gibt es schon viele Ansätze, aber ja, frei ist halt gerade heute so ein Thema. Mhm. Und auch Schule mit Bildungsplan kollidiert mit Freiheit. Mhm. Also wir haben, wenn man sich Freilerner anguckt, die sind oft erst mit 12 interessiert am Lesen, Lernen. Und dann wird es aber schnell gehen. Mhm. Wenn man die Kinder fragt, dann interessieren sie sich für 80% von dem, was sie da lernen sollen, nicht. Mhm. Und die 20%, die würden es aber gern mehr machen. Mhm. Und das ist einfach insgesamt zu hinterfragen. Aber der Bildungsplan, der ist ja auf UN-Ebene. Mhm. Das heißt, es gibt für die ganzen United Nations einen Bildungsplan. Und das wäre halt diese Ebene, wo man drauf gucken muss. Mhm. Aber ja, für eine freie Bildung sollte man da drauf schauen. Mhm. Ja. Ich gehe jetzt nochmal auf den Namen ein. Lernen im Freien heißt also tatsächlich draußen, aber ihr habt ja auch überdachte Ja, Räume. Es geht ja darum, dass wir viele Kinder haben, die durch die Corona-Maßnahmen individuelle Beeinträchtigungen erleben. Und das heißt, die muss man runterfahren und das geht im Freien. Ja. Ja, also wir haben am Tag im Freien kein Maskenthema. Ja, genau. Und es ist infektiologisch einfach sinnvoll, es stärkt die Abwehrkräfte und so weiter. Und ich komme auch einfach aus der Naturecke, ich hatte es, glaube ich, gesagt, Naturschutzjugend habe ich meinen Zivildienst gemacht oder Vorgespräch gesagt, weiß ich nicht. Das ist meine Umweltpädagogik, ist mein Thema und daher kommt dieses im Freien sein. Mhm. Ja. Ja, aber ihr habt auch überdachte Räume oder also ja, tatsächliche man braucht Räume. Für den Winter halt. Ja, also oft ist es dann zum Beispiel eine Tipi-Lösung. Es gibt so Tipis, die man aufklappen kann auch, dass dann die Wände oben sind oder ja, eine Jurte. Muss halt baurechtlich auch immer schauen, was geht an einem Standort. Und oder ein Bauwagen, aber wenn man sich über diese Corona-Maßnahmen quasi austauscht, dann ist wirklich im Freien sein das Beste. Es gibt auch Naturkitas, die sind wirklich in keiner Schutzhütte, die laufen dann die ganze Zeit. Ja. Und das wird sich jetzt entwickeln. Also wir müssen einfach schauen, was der Winter auch bringt und wie das wird. Mega spannend, finde ich, weil für mich klingt das auch nach einem Prozess, in dem ihr euch befindet. Also ihr hattet eine Vision oder eine Idee, dann kamen die äußeren Umstände, waren auf einmal anders, ein Neudenken, Andersdenken und jetzt auch wieder immer gucken, was kommt, was geht noch, wo können wir noch andocken. Genau. Ja, spannend. Ja. Ja. Wie seid ihr denn organisiert? Du bist Geschäftsführer, wenn ich es richtig weiß. Ihr habt es so auf, ich nenne es jetzt mal konventionell stabile Beine gestellt. Erzähl uns ein bisschen dazu. Genau, also ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer von der BEBI Betreuung und Bildung GmbH. Mhm. Das ist die Trägerin von den Kitas. Mhm. Und Lernen im Freien ist eine Initiative, die von dieser Trägergesellschaft entwickelt wurde, in Kooperation mit einem ehrenamtlichen Team. Also wir sind 7 Leute in diesem Gründerteam, die sich im Laufe des Winters gefunden haben und die seitdem sehr erfolgreich miteinander sich abstimmen, sich gut und blind verstehen, die Bälle zuspielen. Okay. Das ist so die Organisationsstruktur. Mhm. Und dann wird es jetzt so, dass Pädagogen, also 2 dieser Gründer, sind auch Pädagogen, die können jetzt eingestellt werden, offiziell. Und die sind dann für die Standorte zuständig und begleiten dann jeden Standort mit 25 Stunden etwa, um die Dokumentation, die nötig ist, zu standardisieren ein Stück weit und das Qualitätsmanagement dafür zu machen, mit den Kindern zu sprechen, Zufriedenheitsabfragen zu machen, für die Leute vor Ort da zu sein. Denn die Gruppen werden ja von den Eltern und von freiwilligen Lernbegleitern im Ehrenamt getragen. Das wäre sonst meine nächste Frage gewesen. Genau. Es ist unglaublich viel ehrenamtliches Engagement, was da reinfließt, weil die Menschen ja auch schon im letzten halben Jahr sich sowieso viel Zeit nehmen mussten für ihre Kinder. Und wenn man sich das jetzt zusammen anschaut quasi, Das heißt,
Wichtig ist, die Eltern sind an Bord. Mhm. Die Kinder natürlich, logischerweise. Mhm. Und die Pädagogen begleiten dann quasi, weil eine Gruppe kann keinen Pädagogen zahlen. Also wir haben ja auch keine öffentlichen Zuschüsse bisher. Mhm. Und es ist auch die Frage, ob es Sinn macht, soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner beziehen wir uns ja sowohl in der Kita als auch jetzt in dem Konzept von Lernen im Freien. Ist es nicht gesund nach diesem Modell, wenn Geld über den Staat in die Bildung fließt? Mhm. Also eigentlich muss aus dem Wirtschaftsleben muss das Geld direkt in das Geistesleben fließen, in die Forschung und in die Bildung. Ja. Und deswegen stellen wir das eher auf nicht auf Abhängigkeit von staatlichen Mitteln ein. Und dadurch ist es nicht leistbar, dass man einen Pädagogen für die Kinder adäquat bezahlt. Mhm. Erstmal. Ja. Wir haben aber auch ganz viel pädagogisches Know-how in der Elternschaft. Mhm. Also gerade die Eltern, die ja pädagogisch versiert sind, schauen ja auch genauer hin und suchen Lösungen, suchen konstruktive Lösungen. Mhm. Ja. Also im Mittelpunkt steht ja immer das Kindeswohl, das hast du vorher ja schon mal angesprochen, dass man immer schaut, auch individuell, was braucht das Kind, was tut ihm gut oder eben was würde ihm schaden, dass man es abwenden kann. Dann, ich nenne es jetzt mal eine Kraft, die das Organisatorische so ein bisschen von dem Standort betreut, begleitet, dokumentiert. Genau, es gibt dann quasi den Ortsgruppeninitiator, nennen wir das. Also jemand, der sich bei uns meldet und sagt, wir haben hier ein paar Leute, die ein Problem haben und wir würden gerne so einen Standort machen. Mhm. Und dann ist das der Hauptansprechpartner quasi da vor Ort und wird begleitet eben von den professionellen Pädagogen eben mit diesem Stundenanteil etwa. Genau. Und die sind dann, oder der Standort Initiator ist dann auch Ansprechpartner für Schulen und Jugendamt, das habe ich vorher. Ja, und wir auch. Das muss man einfach gucken, wie fit die sind. Also es werden dann ja auch ehrenamtliche Vereinbarungen geschlossen. Mhm. Also die Lernbegleiter vor Ort werden zu Mitarbeitern der Baby-G GmbH, müssen vorher aber auch ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben. Das Schutzkonzept schaut man sich zusammen an. Es gibt eine Selbstverpflichtungserklärung. Mhm. Ich muss ja sicherstellen, dass vor Ort niemand mit den Kindern arbeitet, der denen dann dort wieder schadet in dem Angebot. Mhm. Also es ist ein längerer Prozess, bis das so unter Dach und Fach ist. Aber dann ist es sortiert und man weiß auch, wie viel pädagogisches Know-how ist da. Und dann kann der Pädagoge vor Ort, der dann über eine ehrenamtliche Vereinbarung mit uns rechtlich verbunden ist, kann dann auch vor Ort dort mit den entsprechend agieren. Ja. Okay. Oder wir machen es direkt. Genau. Also wir werden dann nicht alleine gelassen, wenn wir so einen Standort wo auch immer haben. Nein, genau. Okay. Du hast schon gesagt, auch ehrenamtlich, also Eltern mussten ja jetzt gucken, wie organisieren sie das, als die Kinder nicht zur Schule durften oder konnten. Jetzt nehmen wir mal so dieses Beispiel, ich bin alleinerziehend, Vater oder Mutter sei mal dahingestellt. Wir leben ja immer noch in diesem System, dass wir ja trotz allem Miete zu zahlen haben. Mhm. Jetzt kann ich mich nicht ehrenamtlich einbringen. Wie geht es denn dann? Mhm. Also geht es dann auch oder? Mhm. Also es gibt eine Tarifordnung quasi und gleichzeitig ist es so, und das ist auch in der Tarifordnung abgebildet, da wir gemeinnützig sind, müssen wir jedem das Angebot zur Verfügung stellen. Also wir dürfen niemanden ablehnen, das würde unsere Gemeinnützigkeit gefährden. Mhm. Das Jugendhilfeangebot ist auch mit dem Finanzamt so durchgegangen. Dürfen wir das überhaupt so machen und was ist da nötig, um diesen Status dieser Gesellschaft nicht zu gefährden? Mhm. Und das gehört dazu. Mhm. Und deswegen läuft es über Solidarität. Mhm. Solidarische Abschläge und solidarische Aufschläge. Und man füllt dann quasi aus, also ist für mich, eine Alleinerziehende würde 250 Euro zahlen für ein Kind, ein Ehepaar pro Monat. Pro Monat, genau. Ein Ehepaar würde 350 Euro zahlen, das heißt, da sagen wir, da können auch zwei Gehälter reinkommen, das kann man so darstellen. Mhm. Das nächste Kind kostet dann nicht das Doppelte, das kostet dann entsprechend weniger. Mhm. Ja, und dann rechnet man 20 Euro pro Tag, den man einbringen kann als Lernbegleiter, der dann reduziert. Also das heißt, ich bezahle meine 250 Euro. Nee,
Das wird, wird gleich abgezogen. Wird gleich abgezogen. Also das wenn heißt, jetzt ein Ehepaar ein Kind anmeldet und 10 Tage einbringen würde, würden sie quasi 200 Euro weniger zahlen müssen. Statt 350 nur noch 150 Euro. Und so kann es auch sein, also für den Initiator, der auch eine Menge Arbeit hat, sagt man auch, äquivalent, das ist ungefähr 10 Tage wert. Das heißt, wenn jetzt jemand bei sich zu Hause einen großen Hof hat, zum Beispiel irgendwie Garten und das bei sich anbieten will und 2 Kinder hätte, dann würde er 450 Euro zahlen. Dann ist er aber ständig da, ist noch Initiator, dann kriegt er sogar noch 150 Euro raus. So ist das gemacht. Und wenn jemand das nicht zahlen kann, also wenn dann, da käme jetzt das Ergebnis raus, ich müsste jetzt nachdem, weil ich kann mich nicht einbringen, kann aber nur 100 Euro zahlen, dann sage ich, kreuze ich an, ich kann es nicht leisten, bitte darum, das auf 100 Euro zu reduzieren und dann füllen wir eine soziale, eine solidarische Einigung aus und machen das dann möglich. Vorausgesetzt, der ganze Standort funktioniert. Also ich kann ja erst dann Verträge machen, wenn das gebündelt ist und der gesamte Standort auch funktioniert. Wenn die Lernbegleiter die Voraussetzungen erfüllen und da sind, wenn die Hygienemaßnahmen umgesetzt werden können. Also es braucht Wasser, es braucht Seife, es braucht Mindeststandards, damit es so ein Angebot sein kann. Dann sind zum Schluss alle Unterlagen gebündelt dann bei mir und dann kann man für die ganze Gruppe quasi dann das Go geben. Das klingt für mich aber auch schon so ein bisschen nach dem Dorfcharakter. Du hast es gerade erzählt, wenn jemand so einen Hof hat, mag man neben das Beispiel mal, dann funktioniert es auch, wenn jemand jetzt sagt, ich kann es halt momentan nicht zahlen oder nicht so viel leisten, dann kommt die Gemeinschaft wieder und sagt, wir tragen das mit. Genau. Schön. Und also wir machen gute Erfahrungen damit, dass die Leute das auch wertschätzen und nicht unnötigerweise das runterfeilschen, sondern damit einfach solidarisch umgehen und die, die was einbringen können, das auch tun. Ja, es kann sich auch bei mir wieder verändern irgendwann. Ja. Also wenn ich dann jetzt nicht mehr alleinerziehend bin, sondern habe vielleicht auch einen neuen Partner, bin verheiratet, kann sich sehr wieder verändern. Genau. Und dann bin ich ja auch dankbar, dass es eine Zeit lang so ging. Also anders würde es ja gar nicht funktionieren. Ja. Spannende Geschichte. Also haben wir so ein bisschen die Strukturen aufgedröselt, glaube ich. Du hast auch zum einen natürlich Gerald Hüther angesprochen, der spricht ja seit 100 Jahren davon, dass ich in Schulen was ändern muss, dass man anders lernen kann und sollte und muss, damit es auch Spaß macht. Und jetzt hast du auch noch Rudolf Steiner angesprochen mit der Dreigliederung. Magst du das vielleicht auch kurz aufdröseln für Zuschauer, die es vielleicht nicht kennen, was das beinhaltet? Ja, die soziale Dreigliederung ist ein Modell, eine Vorstellung davon, was eine Gesellschaft ist. Wenn ich so richtig wiedergebe. So. Und in diesem Modell ist eine Gesellschaft ein Organismus, also nichts Abstraktes, sondern ein Organismus, der aus 3 Teilen besteht. Ja. Und er nennt diese 3 Teile das Wirtschaftsleben, das Rechtsleben und das Geistesleben. Mhm. Und zum Geistesleben gehört sowohl die Wissenschaft als auch die Bildung, als auch die Ärzte. Ärzte sind auch Geistesleben. Und alle 3 Teile müssen frei sein, dürfen sich nicht gegenseitig bedingen, damit ein gesunder Organismus, eine gesunde Gesellschaft dabei herauskommt. Das heißt, voneinander unabhängig sein in einer Art Symbiose. Genau. Also die Politik hat in die Wirtschaft nicht reinzureden und die Wirtschaft hat in die Politik nicht reinzureden und es hat auch nichts in die Bildung reinzureden. Ja. Also das ist ein großes Thema. Man kann sich das angucken, da gibt es Vorträge drüber, viele, und ist ein sehr, sehr griffiges Modell. Vor allen Dingen, weil Rudolf Steiner eine Wissenschaft begründet hat, eine Geisteswissenschaft, eine echte Wissenschaft begründet hat. Das ist, wenn man sich da reindenkt, wirklich nachvollziehbar, dass es keine Theorien sind und keine nicht belegbaren Modelle, sondern man kann aus geistiger Wissenschaft heraus geistige Gesetze ableiten, Naturgesetze ableiten und damit auch Lösungen finden für die aktuellen Probleme. Dazu gehört zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass der Pädagoge frei ist in seiner Entscheidung, um dem Kind jetzt gerade zu helfen, was vor ihm steht. Und es gehört dazu, vielleicht in einem Satz noch,
dass Gelder eben auch nicht so laufen sollten, wie sie das jetzt tun, mhm. ja, sondern dass zum Beispiel aus der Wirtschaft direkt Geld ins Geistesleben kommt und mhm. nicht über die Politik. Mhm. Ja. Ja, also da wären dann auch Kooperationen denkbar, Wirtschaftsunternehmen, die genau. die Schule unterstützen, in welcher Form auch immer. Genau, dafür war auch der Film ein Stück mhm. weit gedacht, um da Sponsoren zu finden. Genau. Und diese Kreisläufe anzuregen, mhm. Ja, weil die Wirtschaft auch von den Potenzialen profitieren kann. Also ein Unternehmen, das sich mit das Nachwuchs mhm. sucht, viele Unternehmen, die Nachwuchs suchen, suchen mittlerweile selbstdenkende Menschen, ja, die ihre Kreativität und ihr Potenzial mhm. Eben ja noch haben. Mhm. Und da gibt es viele Unternehmen, die mhm. so ticken. Ja, ja. Und die sind herzlich willkommen, ja, drüber nachzudenken, wo wollen wir in 20 Jahren unsere Mitarbeiter herkriegen. Ich finde es deswegen auch so spannend, vielleicht hören ja auch der ein oder andere Unternehmer zu, weil viele sagen ja, wir wünschen uns diese sogenannte intrinsische Motivation, also genau. dass die Mitarbeiter von selber Dinge, Aufgaben übernehmen oder du hast gesagt, kreativ, lösungsorientiert denken. Und das habe ich vorher so rausgehört, wird ja bei den Kindern unterstützt. Also du hast gesagt, die müssen durch die Langeweile gehen, um wieder Impulse zu finden. Was will ich denn eigentlich? Mhm. Und da kann man ja schon viel auch rauskitzeln. Ich glaube, mhm. Astrid Lindgren hat gesagt, man kann nichts in Kinder hineinprügeln, sondern mhm. ganz viel herausstreicheln. Mhm. Das klingt mir so ein bisschen da danach. Ja, die Kinder lernen ja super gern. Mhm. Ja, also wenn ein Kind laufen lernt, ja, und die Freude, die es dabei hat, das auszubalancieren, jetzt habe ich wieder 10 Sekunden länger gestanden, ja, und dann strahlt das Kind. Und so macht Lernen unglaublich viel Spaß. Mhm. Ja, und wenn wir das lernen dürfen, was uns interessiert, dann macht das einfach unglaublich viel Spaß. Und das dürfen Kinder dummerweise in Deutschland nur bis sie 6 werden. Ja, ja. Oder spätestens 7. Mhm. Und dann gibt es einen Plan, mhm. was sie lernen sollen. Und was sie können müssen in einem bestimmten Alter, in einer bestimmten genau. Zeit. Mhm. Und mittlerweile ist das auch wirklich wissenschaftlich belegt, dass so die Lernmotivation, die Lernbegeisterung verloren geht. Ja. Ja, mit den Jahren. Mhm. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn dann die Leute auch nicht motiviert sind, um ihre Arbeit zu tun. Mhm. Ja, und wenn man aber andersrum das fördert und auch hinguckt, was willst du mit deinem Leben machen, die Talente sucht, ne, die guten alten Talente. Und die nicht begräbt, sondern eben offenlegt und fördert und rausholt. Ja. Genau, da profitiert die ganze Welt von. Also bin ich ein großer Fan von, weil ich kenne das aus der eigenen Schulzeit. Ich musste Dinge lernen, wo ich gedacht habe, die brauche ich nie in meinem Leben. Also intuitiv gefühlt habe, die brauche ich nicht und fand es eben im Vergleich zum damals mit dem amerikanischen Schulsystem, wo man ganz viel ausprobieren konnte oder machen konnte, um einfach an die Talente heranzukommen mhm. und zu sagen, also der eine ist halt musisch, der andere ist sportlich, der andere ist handwerklich und der dritte ist halt akademisch mhm. unterwegs von der Orientierung her. Und dann mache ich aber auch genau das, was ich nachher Spaß dran habe und wo ich man sagt ja immer, den Sinn drin sehe, ja, dass genau. ich es tue. Und eben nicht nur, weil mir jemand was anordnet. Mhm. So, also das klingt für mich da jetzt gerade auch mit durch. Gibt es ein schönes Lied von einem Kabarettisten, wenn jeder täte, was er wollte und nicht, was er könnte. Ich weiß aber jetzt nicht genau mehr, wie er heißt. Mhm. Ein Freund von mir ist Kameramann gewesen für ihn. Ah, ja. Okay, ja, spannend. Ja. Jetzt gehe ich noch ein bisschen in eine andere Richtung. Wenn ich jetzt mir überlege, die Kinder dürfen tun, was sie wollen mhm. Bei euch, steht ja irgendwann ein Abschluss an. Also wie wir es noch so gewohnt sind, ob das jetzt ein Hauptschulabschluss ist, Abitur oder irgendwann ein Beruf oder Studium. Mhm. Wie kann denn das funktionieren in der anderen Welt? Also es ist ja erstmal ein Notprogramm. Mhm. Also ich kann auf diese Frage nur zum jetzigen Stand und fragmentarisch antworten, mhm. weil das von so vielen Sachen abhängig ist, was erlaubt wird, was nicht erlaubt wird, was gefordert wird mhm. von anderer Seite wieder. Für jetzt ist es tatsächlich, das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass das der Film war so die Vision. Genau. In Realität ist Lernen im Freien ein Notprogramm mhm. Für
wirklich Kinder in Not, wo die Eltern nicht wissen, noch ein und aus. Ja. Und die dürfen sich dann da draußen treffen. Mhm. Ja, und das ist aber auch nicht ganz klar, weil man dann wieder hingucken muss. Dann haben wir ja die Schulpflicht, die da mit reinwirkt und so weiter. Und deswegen steht das erstmal hinten an. Mhm. Mhm. Da gibt es Möglichkeiten, so Abschlüsse zu machen, aber jetzt geht es erstmal darum, zu sammeln, was passiert denn da in Schulen? Also was, ja. Was ist Kindeswohl? Mhm. Ja, und was, welches Recht wirkt dann da wie rein? Mhm. Und dann gibt es so typische Konstellationen, dass eine Schule sagt, hier wird Recht gebrochen, weil das Kind kommt nicht zur Schule. Mhm. Und die Eltern sagen, hier wird Recht gebrochen, denn das ist nicht im Sinne des Kindeswohls, was in der Schule passiert. Mhm. Ja, und dann kommt eben wieder jetzt dieses Jugendamt mit ins Spiel, dessen Aufgabe es ja ist, auf das Kindeswohl zu schauen. Ja, genau. Und unsere Arbeit mit ins Spiel, unsere Aufgabe, das ist, solche Angebote anzubieten und mit drauf zu schauen. Mhm. Und wohin sich das jetzt genau entwickelt, die nächsten Wochen und Monate, ist schwer abzusehen. Und dabei können wir jetzt quasi noch nicht das Thema Abschlüsse angucken. Ja. In Einzelfällen schon. Also es gibt Kinder, die sind jetzt 15. Gerade meine Tochter zum Beispiel ist 15, ist von der Schule weg und will auch nicht hin. Mhm. Hätte aber doch gern einen Hauptschulabschluss, aber kriegt auch noch nicht so die Motivation, jetzt das anzugehen. Und ich sage dir, doch, wir kaufen dir die Sachen, wenn du willst. Und da gibt es eine Gruppe drumherum, da kannst du das machen. Mhm. Aber das macht sie auch noch nicht. Und das ist für mich aber auch jetzt noch nicht wichtig. Denn sie ist in anderen Punkten so gefestigt und hat sich zum Beispiel jetzt mit den Pferden so erfolgreich entwickelt, dass sie da dreimal die Woche jetzt eine Reitbeteiligung hat und mit dem Pferd ausreiten kann. Und das tut ihr so gut. Mhm. Sie hat dadurch einen eigenen Tagesrhythmus sich auch gemacht, dass ich das jetzt gerade als wichtiger für das Wohl meines Kindes bewerte. Mhm. Ja, und wenn wir dann zusammen drauf gucken mit Jugendamt und dann werden wir sehen, welche Anregungen da noch dazu kommen, um da das Richtige zu tun. Und ja, aber das ist auch so eine Angst von Eltern. Mhm. Die verpassen jetzt was. Ja. Ja, und aber, also wenn wir Mammutbäume züchten wollen, dann dürfen wir die Wurzeln nicht auf Bonsai-Größe verdampfen. Das hat auch mal ein Kabarettist gesagt irgendwann. Auch ein schönes Bild. Die haben Zeit. Also warum sollen die jetzt G8, warum sollen die jetzt mit 17, meine Tochter, die ist ja ein Jahr früher noch reingekommen, die andere, die 14-Jährige, die hätte, ich glaube, die ist gerade erst 17 geworden oder ist sogar noch 16, wenn sie Abi hat. Ja. Ja, was will sie mit 16? Da kann sie noch 2 Jahre lang keinen Mietvertrag unterschreiben. Mhm. Und das einfach mal ein bisschen entspannter zu sehen, wie wann ein Kind was können muss. Ja, das ist so. Also jetzt ist erstmal Notprogramm. Mhm. Sammeln, sortieren, ein bisschen zurücknehmen und dann gucken wir auf die Abschlüsse. Mhm. Also für mich klingt das schlüssig, weil auch ich für mich, wenn ich zurückerinnere, ich wusste auch nach dem Abitur und damals war ich schon fast 20, nicht so wirklich, was meine Talente sind, wie du es vorher angesprochen hast oder was ich wirklich will. Ich ging dann wirklich erst auf die Suche. Deswegen finde ich dieses sehr charmant, den Kindern einfach die Zeit zu geben und sagen, schau, wenn du es jetzt heute nicht machst, machst du es morgen oder machst du eben nächstes Jahr den Abschluss. Alles gut. Mhm. Ja. Schau einfach, wie es für dich passt. Da sind wir ja wieder beim, was braucht das Kind? Ja, ich merke es aber bei mir auch, wenn dann meine Tochter an den anderen Tagen, wo sie nicht beim Pferd ist, so rumlümmelt. Ja, und dann sage ich schon jetzt, was machst du denn jetzt? Ja, das guck, dass was aus dir wird, so ungefähr. Und bring mal was. Und dann, ja, es ist spannend, das einfach neu zu erfinden. Ja, und dahin zu gucken, was braucht es wirklich? Worum geht es wirklich und was braucht jetzt dieser Mensch tatsächlich? Und da dürfen wir als Erwachsene ja auch ganz viel lernen noch und immer wieder überlegen. Ja, und das Spannende jetzt ist halt, dass eben durch diese äußeren Bedingungen da einfach hingeguckt wird. Ja. Ja, und da einfach auch mit den Jugendämtern zusammen drauf geguckt werden kann und soll. Mhm. Was ist mit dem Kindeswohl? Weil, wo sind da Grenzen? Und es gibt zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es vom Landesjugendamt eine Abfrage, so einen Fragebogen für Jugendhilfeträger, in dem quasi Vermutungen dann bestätigt oder nicht bestätigt werden zu Kindeswohlgefährdungen. Und das ist ein erarbeitetes Papier, wo man wirklich dann ankreuzt, Bedingungen, das. Gesundheitliches Wohl und Verwahrlosung oder
Und da wird sehr dezidiert gefragt. Mhm. Und das sind professionelle Arbeitsgrundlagen. Und die dürfen angewendet werden. Mhm. Also da muss man das ausfüllen und hingucken. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, da liegt eine Gefährdung vor durch die Familie, dann hat es Konsequenzen, ne, rechtliche Konsequenzen, Ablaufschema. Ja. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, da liegt eine Gefährdung vor durch eine Institution, durch die Lehrer einer Schule, beispielsweise, kann man auch ankreuzen, genau. Also ist dezidiert dabei, ne, weil auch Kitas können Kindeswohl gefährden, auch Schulen können Kindeswohl gefährden. Mhm. Und dann hat man da eben auch einen Handlungsstrang. Und das ist jetzt halt eben das Spannende, was jetzt gerade passiert, dass da dann die Jugendämter zum einen von der Schule konfrontiert werden. Ja. Hier liegt Kindeswohlgefährdung vor, weil das Kind geht nicht zur Schule. Mhm. Und dann von den Eltern und von uns informiert werden. Da liegt andersrum Kindeswohlgefährdung vor. Mhm. Denn die Maßnahmen sind für das Kind nach dieser offiziellen Liste abhaken, Fehler, falsch, schwierig. Ja. Und das ist das Spannende, was dieser Prozess, der jetzt gerade passiert. Genau. Ja. Bin ich auch sehr gespannt, was sich da entwickelt. Du hast vorher von Standorten gesprochen. Zwei Standorte gibt es jetzt oder gibt es schon mehr? Ja, es gibt schon mehr. Mhm. Also dieser Aufnahmeprozess ist ja erst abgeschlossen, wenn dann unterschrieben die Unterlagen zurück sind. Und wir haben jetzt von 5 Ortsgruppen alle Unterlagen bei uns. Und aber erst von einer genau zurückgeschrieben. Haben aber bei den anderen eben auch aus Zeitgründen, also es passiert jetzt, das ist diese Bearbeitungszeit von diesen Verträgen und das sind dann jetzt 5. Ja, und in den nächsten Wochen sind dann noch einige, die dann da schnell dazukommen können. Ja, das ist jetzt rund um Esslingen oder das ist schon Baden-Württemberg weit? Nee, und auch noch weiter tatsächlich. Also auch in Bayern ist schon was, Ravensburg, Allgäu, Würzburg, Donaueschingen. Genau. Wow, ja. Okay. Und der Prozess, wie lange geht der dann, so wie du sagst, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Hof, ich bleibe mal bei dem Beispiel, bis zur Unterschrift, kannst du da was sagen? Vielleicht, weil ja Interessenten ging vielleicht jetzt, gucken. Teilweise ging das schnell, innerhalb von 2 Wochen. Wow. Teilweise ist aber auch so, dass es dann eben Monate dauert. Mhm. Das kommt ganz drauf an, wie die Menschen dort vor Ort sich finden. Ja, und im Prozess einsteigen können. Genau. Okay. Und aber die theoretische Aufarbeitung davon ist fertig. Wir stellen die Unterlagen zur Verfügung und dann können die Menschen vor Ort damit arbeiten, können das machen. Die sind dann bei euch an der GmbH dann mit angedockt oder, so habe ich es verstanden. Also die Mitarbeiter quasi über ehrenamtliche Vereinbarungen und die Eltern über Betreuungsverträge. Und so hat man quasi einen Mix vor Ort aus fest Angemeldeten und auch offen Dazukommenden. Ja, also weil es ein offenes Angebot ist, dass eben auch hier jemand ein konkretes Problem jetzt hat, der auch einfach hingehen kann. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ach, das klingt spannend, also ich habe so einen Hof, ich würde es gerne machen, braucht ihr ja eine gewisse Verbindlichkeit. Habt ihr das auch irgendwie abgesichert, dass ich dann nicht in einem halben Jahr sage, keine Ahnung, jetzt brauche ich meinen Hof für was anderes? Weil das wäre ja kontraproduktiv. Nee, aber wir gehen auch nicht in die, in die Verbindlichkeiten vor Ort ein. Also wir würden auch jetzt zum Beispiel nicht pachten vor Ort irgendwo, weil wir die Bedingungen da halt nicht kennen. Sondern das ist alles was dort vor Ort gemacht werden muss. Und wenn das so wäre, dass dann jemand kurz danach wieder abspringt, dann wäre das so. Okay. Also die Verträge sind auch so gemacht, dass man auch wieder relativ gut raus kann. Also ein Schulvertrag ist ja mindestens ein halbes Jahr. Und wir haben ein Quartal quasi und auch noch Sonderkündigungsrechte, wenn man umzieht oder wenn man Job verliert und sowas, dass man nicht dazu gebunden ist. Mhm. Und nee, es lebt tatsächlich davon, dass die Leute vor Ort langfristige Ziele haben. Mhm. Und also Freiwilligkeit auch wieder da ist oder dieses ich nenne es mal Teilen der Vision auch eben für die Kinder was anzubieten, was eine andere Perspektive hat. Ja. Mhm. Okay. Genau. Und ja, Kooperation war jetzt schon angesprochen mit dem Jugendamt oder der Schule eben, dass man guckt, wie kommt man hin. Habt ihr noch andere Kooperationspartner? Berufsschule, Ausbildungsträger kommen damit rein, das Schulamt. Ja.
Genau, das sind so die üblichen. Ja. Also andere, du hast vorher Pädagogen angesprochen, welche sind das? Sind es jetzt tatsächlich dann auch Lehrer, also ausgebildete Lehrer, oder sind es dann Sozialpädagogen, die bei euch anstehen? Oder gibt es auch Logopäden beispielsweise? Oder? Wäre theoretisch alles möglich, aber dadurch, dass ja ein Pädagoge sich finanziert aus 5 Ortsgruppen oder 6 Ortsgruppen, haben wir noch nicht so. Ne? Und die beiden Pädagogen, die im Gründungsteam dabei sind, das sind ehemals Lehrer, also beides ausgeschiedene Beamte, die aus dem Beamtum rausgegangen sind. Eine ist Sonderschulpädagogin und der andere ist Lehramt am Gymnasium, hat er gemacht. Und die, dadurch, dass die jetzt eben schon über Monate ehrenamtlich da unglaublich viel geholfen haben, genau, sind das die ersten beiden, mit denen wir jetzt die ersten Gruppen begleiten. Ja. Und wenn das dann nicht mehr geht, dann finden sich neue. Und von der Qualifikation her, ja, es muss ein pädagogisches Know-how geben. Also das müssen wir uns einfach angucken, wie gut kann das jemand. Ja. Ich habe da auch noch keine Vorgaben gefunden. Ja, also es gibt für die Arbeit in Kitas, gibt es genau einen Fachkräftekatalog, wer darf da arbeiten. Bei Jugendhilfeangeboten habe ich das noch nicht gefunden. Ja, also falls jemand zuhört und mir das sagen kann. Ja. Ja, okay. Und was würdest du dir wünschen an Unterstützung? Sei es jetzt, vorher haben wir schon Unternehmer angesprochen. Gibt es noch was, wo du sagst, das könnten wir brauchen, damit wir da noch mehr Stabilität vielleicht auch reinkriegen? Ja, ein sich trauen, da öffentlich drüber zu sprechen, dass einfach jeder, der sich mit Kindern unterhält und dem das Kindeswohl am Herzen liegt, da nicht aufhört. Ja. Und dass die Jugendämter mitziehen. Das wäre mir wirklich eine große Hoffnung, dass die wirklich ihre per Gesetz für das Kindeswohl verpflichtet sind. Ja. Also da stehen ja ganz klare Regeln drin, wer zu beteiligen ist in so einem Verfahren und wie das alles ist. Und dass da, wenn jetzt Menschen sich trauen, für ihre Fürsorgepflicht, die sie für ihre Kinder haben, einfach die Dinge auf den Tisch zu legen und das auch anhand von offiziellen Instrumenten zu zeigen, das und das und das passiert meinem Kind. Hier steht mittlere Gefährdung für Kindeswohl. Ich muss jetzt mit dem Lehrer darüber reden. Jugendamt, helft ihr mir dabei? Ja. Das ist mein großer Wunsch, den ich an die Menschen in den Ämtern richte, dass sie da hingucken und dem nachgehen. Dem nachgehen und für das Kind oder du nennst Kindeswohl, also wirklich zum Wohle des Kindes hingehen und sagen, was passt jetzt für dich? Wie gehen wir damit um? Was gibt es als Alternative? Also vollkommen unabhängig von allen politischen Entscheidungen und Maßnahmen. Nur da drauf gucken, wir haben hier eine Skala, da steht drinne, wenn ein Kind, Beispiel, wenn nicht seinem medizinischen Förderbedarf entsprochen wird. Also stell dir vor, ein Kind hat ein Logopädie-Rezept und die Eltern sagen, ne, du musst da nicht hingehen. Dann ist das 2 Punkte auf der Kindeswohlgefährdungsskala. Ja. Weil die das nicht ernst nehmen, dass das Kind da ein medizinisches Thema hat. Jetzt legt eine Familie einen Maskenattest vor, eine medizinische Indikation, darf keine Maske tragen. Der Direktor sagt, nö, zählt nicht für mich. Ja, ist genau das Gleiche. 2 Punkte. Und so gibt es noch mehr Treffer. Ja. Und dann ist die Frage, also das normale Ablaufschema sagt dann, es ist ein Gespräch zu führen. Und wenn das Gespräch abgelehnt wird, dann hat man gleich mal 3 Punkte und man ist schon bei einer hohen Gefährdungsvermutung. Und wenn das Gespräch geführt wird von der Schule und dem Jugendhilfeträger und keine Einsicht gezeigt wird in diese Dinge, also man muss es einfach umdrehen, 1:1, genau wie man mit der Familie spricht und die sagt, nö, stimmt gar nicht, nö, ich schlag mein Kind nicht oder wie auch immer, dann gibt es auch hohe Gefährdung, 3 Punkte. Ja, und dann läuft die nächste Stufe los von diesem Verfahren. Und nur dann, wenn das Gespräch stattfindet, sich Einsicht zeigt und auch sich etwas verändert. Wenn also auf die aufgezeigten Gefährdungsmomente reagiert wird und die adäquat beendet werden. Nur dann ist kein weiterer Handlungsbedarf. Ansonsten ist gesetzlich verpflichtet Handlungsbedarf. Und dann kommt man ins Tun dann tatsächlich. Ganz genau. Und das wünsche ich mir, dass da drauf geguckt wird, dass da die Menschen in den Jugendämtern, weil die sind dafür zuständig, mit drauf gucken.
Heißt aber, dass Eltern tatsächlich sich hinstellen müssen und zu schauen, was tut meinem Kind gut, was ist das Ja, Beste für mein Kind. ganz genau. Und sich da zu trauen, auch, du hast gesagt, öffentlich drüber zu sprechen, es anzugehen. Ja, weil diese Angst ist ja auch groß. Mein Kind wird mir weggenommen, Ja. Jugendamt und so weiter. Und das sollte man vielleicht ein bisschen sortieren. Also es gibt den einen Handlungsstrang, das ist die Ordnungswidrigkeit, Schulpflichtverletzung. Ja. Ja, das muss man einfach angucken, wann wird die Schulpflicht wirklich verletzt. Und das andere ist das Kindeswohl. Und dafür ist das Jugendamt zuständig. Und deswegen sehe ich die Jugendämter als ja, die Freunde von den Kindern. Ja, Ja, ja. Okay. ja. Sehr schön. Hast du noch irgendwo einen Punkt, den ich jetzt völlig vergessen habe, vielleicht, den wir noch ansprechen dürfen? Nö, gerade nicht. Im Moment nicht. Ich habe gerade nebenbei noch ein bisschen geguckt. Wir haben ja auch schon über Kostenengagement der Eltern und Kooperation alles Mögliche gesprochen. Ich finde die Vision mega spannend und würde mich natürlich freuen, wenn es weitergeht in die Richtung. Von daher vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich drücke euch, dir, die Daumen, dass es weiterhin vorangeht. Ja, dass ihr da möglichst viele, viele tolle Erfolge noch erzielen könnt. Ja, danke schön. Ja, und wenn Fragen sind von euch, ich glaube, jeder kann sich mal bei euch melden und auch sagen, ich habe da jetzt was gehört, ich könnte mich da outen, dass ich mit meinem Kind ans Jugendamt will, dann könnt ihr da auch helfen oder unterstützen Ja, die oder. Bitte wäre halt, lasst uns die Zeit. Also es ist auf ehrenamtlichem Engagement gewachsen sozusagen. Am besten per E-Mail die Anfragen stellen. Am Telefon ist schon viel los sozusagen. Und dann, ja, dann schauen wir, dass wir helfen können und miteinander ins Gespräch kommen. Ja, zumindest mal ein Gespräch dann stattfindet, wo man Genau. dann die nächsten Ideen irgendwie entwickeln kann Genau. oder aufzeigen kann, was Oft geht. reicht es auch schon, wenn man vermittelt und sagt, hier ist schon ein Kontakt in der Nähe, ne, Ja. kannst du 30 Kilometer fahren und da entsteht was, Ja, vernetzt dich super. dort, Ja. und genau. Schön. Ja. Mega, mega interessant. Vielen, vielen Dank, dass du da warst nochmal. Und für euch, wir blenden wie immer unten alles ein, auch mit der Homepage, sodass ihr dann die E-Mail-Adresse findet und euch auch nochmal alles durchlesen könnt auf der Homepage. Und von daher wünsche ich euch alles Gute, dir viel Erfolg weiterhin und bis demnächst. Wir bleiben in Kontakt. Danke, Agnes.